Der neue Dragon Ball Anime kommt bald, Freunde, und es wird schon direkt in der ersten Folge wahrscheinlich durchgestartet, und zwar mit einem Kampf von Super Saiyajin 4 Goku gegen den Super Saiyajin Blue Goku. Wie das Ganze passieren kann, beziehungsweise was bei Dragon Ball Heroes abgehen wird, werde ich euch in diesem Video erklären. Viel Spaß! Hey Freunde, was geht ab? Heute gibt es mal ein ziemlich interessantes Dragon Ball Video von mir, und zwar geht es um die neue Serie, beziehungsweise um einige Spoiler zur ersten Folge von Dragon Ball Heroes. Und was ich schon direkt vorab sagen kann, die Spoiler machen das Ganze noch etwas schmackhafter, beziehungsweise alles, was ich euch jetzt dazu erzählen will. Und ganz vorneweg, Dragon Ball Heroes ist nicht Canon, das heißt, es hat nichts mit der Hauptstory zu tun, also es ist theoretisch eine Fortsetzung, aber irgendwie auch nicht. Also, die Dinge, die ich jetzt euch ungefähr erklären werde, werden in der ersten Episode vorkommen und später wird es dann wahrscheinlich mit dieser Story weitergehen. Wir wissen aber nicht, wie lange das Ganze gehen soll, deshalb könnt ihr da auf jeden Fall auch ziemlich gespannt sein. Ich denke nicht, dass es so lang sein wird, zumindest habe ich das jetzt ungefähr so mitbekommen, dass die Arcs halt immer relativ kürzer sind. Trotzdem lassen wir uns mal überraschen, am 1. Juli soll das Ganze starten und es wird auch auf einer Website laufen. Wahrscheinlich werden wir die Folgen trotzdem irgendwie bekommen, aber im japanischen Fernsehen läuft es sozusagen nicht. Also, der Arc, der jetzt kommen wird, wird Prison Planet Arc genannt, weil das Ganze sich um einige Planeten dreht, die sozusagen eine Art Gefängnis sind. Warum? Dazu kommen wir gleich. Also, Goku und Vegeta werden halt von Trunks besucht, sie sind irgendwie am Trainieren. Man hat auch schon vorher sozusagen diese Dragon Ball Heroes Clips gesehen, wo man sieht, wie auch Trunks zusammen mit denen trainiert. Und danach kommt es dazu, dass Trunks auf einmal einfach verschwindet und man erfährt, dass halt Fu dahinter steckt. Fu ist ein Charakter aus Dragon Ball Xenoverse, der hier ein Antagonist sein soll. Und er nimmt dann halt Trunks mit und bringt ihn sozusagen zu diesem Gefängnisplaneten. Und dieser Planet soll anscheinend, beziehungsweise diese Planeten, ihr seht es nochmal hier eingeblendet, das sind so aneinander gekettete Planeten, sieht auf jeden Fall richtig cool aus. Und das soll anscheinend zwischen den Universen liegen, also nicht in einem spezifischen Universum, wir haben ja einige in Dragon Ball, aber nein, das ist sozusagen irgendwo zwischen zwei Universen. Und um sich sozusagen zu befreien, beziehungsweise um Trunks dort rauszuholen, müssen halt die Dragon Balls gesammelt werden und sie müssen sich auf viele geile Kämpfe einstellen. Und was wir direkt schon erfahren, beziehungsweise was direkt in der ersten Folge passiert, ist, dass Super Saiyajin 4 Goku gegen Super Saiyajin Blue Goku antreten wird, beziehungsweise Super Saiyajin Gold Super Saiyajin, was ich extrem krass finde. Ich bin ja ein ziemlich großer Fan von Super Saiyajin 4 und wir haben jetzt nach so vielen Jahren einfach ein Comeback von Super Saiyajin 4, auch wenn es jetzt irgendwie nicht die Hauptreihe ist oder sonst was. Trotzdem finde ich das Ganze extrem spannend und freue mich extrem auf diesen Kampf, wie der animiert wird. Auf jeden Fall kommt es zu einem Kampf zwischen den beiden. Wie es dazu kommt, werdet ihr dann wahrscheinlich sehen. Die müssen halt, wie gesagt, Kämpfe bestreiten und der Goku soll sozusagen den Goku aus Dragon Ball Super sozusagen darstellen. Es ist nicht direkt der Goku, also nach Dragon Ball Super kommt er nicht nach Prison Planet. Wie gesagt, das Ganze ist nicht sozusagen ernst zu nehmen, weil es halt trotzdem als nicht kennen geht. Trotzdem finde ich das Ganze ziemlich cool und der Super Saiyan 4 Goku ist einer, der bei der Time Patrol war. Die kennt man auch aus Dragon Ball Xenoverse bzw. aus Dragon Ball Online, was halt ziemlich, ziemlich nice ist, meiner Meinung nach. Und dort hat sich, beziehungsweise dieser Goku hat sich halt dazu entschieden, sozusagen seine Kräfte weiter auszubauen, seinen Super Saiyan 3 etwas stärker zu machen und dann auch Super Saiyan 4 und ist bei dieser Form sozusagen geblieben und ist diesen Gottweg nie gegangen wie der Goku aus Dragon Ball Super, was ich extrem cool finde. Ich finde allgemein Super Saiyan 4 ist die coolste bzw. umfangreichste Form von Goku, meiner Meinung nach zumindest. Auf jeden Fall sieht man dort auch im Trailer direkt einen Charakter und zwar einen Saiyajin und dieser Saiyajin hat anscheinend die Fähigkeit, sozusagen einen Gegner bzw. eine Person halt sozusagen in eine andere Form zu verwandeln, beziehungsweise in eine neue Rage-Form sozusagen. Und mal sehen, ob das auch irgendwie vorkommen wird. Das ist jetzt nicht mehr zu den Spoilern. Also alles, was ich euch gerade erzählt habe, wird wahrscheinlich in der ersten Folge passieren. Ab jetzt ist es nicht mehr ganz so safe, weil man halt diese Infos aus Dragon Ball Heroes nimmt und man weiß noch nicht genau, welche Dinge davon reingenommen werden und welche nicht. Auf jeden Fall dieser Saiyajin. Mal sehen, ob das überhaupt stimmt, beziehungsweise ob das so passieren wird, dass er sozusagen Goku eine Rage-Form verpasst. Vielleicht kriegt Trunks sogar die, weil man in Dragon Ball Super bereits diese Form sozusagen von ihm schon gesehen hat. Sie wurde, glaube ich, auch Super Saiyan Rage genannt oder sowas in der Art, wenn ich mich recht entsinne. Und das würde meiner Meinung nach auch ziemlich cool passen. Ich freue mich auf jeden Fall auf diese Serie und ihr könnt mir ja gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr euch auch auf das Ganze freut. Außerdem gibt es einige neue Charaktere in Dragon Ball Heroes, beziehungsweise einer davon ist zum Beispiel Beat. Dieser Charakter repräsentiert sozusagen den Spieler, weil Dragon Ball Heroes in Japan halt ein extrem großes
großes Spiel ist. Da könnte ich euch das Video von Ruffy empfehlen, da erzählt er genau das darüber. Auf jeden Fall ist dieser Beat sozusagen der Spieler, also man selbst theoretisch, und er hat einige Saiyajin-Formen. Er ist sozusagen Goku 2.0, er kann sich auch in jeden Scheiß verwandeln und wird wahrscheinlich auch eine Rolle hier spielen, aber das ist noch nicht ganz klar, weil er halt auf der Website nicht erscheint. Könnte auch gut sein, dass sie ihn einfach nur für die Spiele benutzen, beziehungsweise für die Werbungen, aber dass er im Endeffekt in der Anime-Serie dabei ist, ist noch nicht ganz klar. Außerdem gibt es noch eine Sache, und zwar wurde bei Dragon Ball Heroes das mit dem Saiyajin, was ich gerade erwähnt habe, dort wurde auch im gleichen Trailer C21 gezeigt, die aus Dragon Ball Fighters kommt, und das ist auch ziemlich cool, dass Spiele auch irgendwie rein integriert werden und die Story von Dragon Ball Fighters, beziehungsweise das hat ja einen Story-Modus, und dort ist es so, dass einige Kopien von Goku und Vegeta und so weiter auftauchen, es C21 gibt und so weiter, und das sieht man bei Dragon Ball Heroes auch, und es könnte eventuell so sein, dass man das dann auch in den Anime mit reinpackt, aber wie gesagt, das ist noch nicht ganz sicher. Da muss man einfach mal abwarten und sehen, was da los sein wird. Ich freue mich auf jeden Fall auf diesen Anime. Wenn ihr euch auch freut, würde ich mich extrem über ein Abo freuen. Ich werde dazu ein paar Videos hochladen und mal sehen, wie das Ganze bei euch ankommt. Das wäre es jetzt erstmal von mir. Ich wünsche euch einen traumhaften Tag. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.